Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei dem Spiel, wo die Palme sich extrem langsam in ein hochauflösendes Objekt verwandelt. Wahrscheinlich erst morgen. Heute nicht, oder? Bleibt ihr so? Gut, wir gucken uns die andere Seite an. Wartet hier. Ja, die Tankstelle im Hintergrund sieht besser aus. Und vor allem mit unserem neuen Drifter, mit dem Götterspeisemobil. Jetzt nochmal die Palme. Ah, das sieht doch besser aus. Okay, ich habe das letzte Mal gefailt. Wir waren aber auch leistungstechnisch ganz weit unterlegen. Das war natürlich in irgendeiner Form logisch, dass ich das gar nicht schaffen kann. Ne? Das war klar. Aber jetzt springen wir hier drüben hin und wir wollen das natürlich jetzt probieren. Wir wollen heute die Drift-Wettbewerbe hier abschließen. Und 100... Und ich habe heute Wortfindungsstörung, es tut mir leid. Und unser 180 SX muss natürlich wieder zeigen, was er drauf hat. So, da oben wollen wir hin. Wir sind voll auf Drift getuned. Die Karre ist böse. Ja, guckt euch das an, ne? Das Ding ist jetzt einfach richtig, richtig heiß. Von der Leistung her sind wir, glaube ich, immer noch nicht auf dem Leistungsniveau, was uns das Spiel hier vorschlägt. Aber ich denke, das ist beim Driften jetzt gar nicht so schlimm. Glaube ich. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wir können uns hier schon mal ein bisschen warm driften. Hier drüben waren wir noch nicht unterwegs. Wir probieren es einfach mal aus. Ah! Naja. Wie viele Punkte brauche ich? 20.000. Schaffe ich das noch? Nee, ne? Multiplikator, hau den Multiplikator rein. So, zack, die Bohne. Gott, hätten wir das. Easy. Ja, ich würde mal sagen, von der Leistung her fühlt sich die Karre jetzt auf jeden Fall schon mal stabil an. Da wir jetzt hier selbst richtig geil die Berge hochdriften können. Das ging nämlich das letzte Mal nicht. Und ansonsten haben wir natürlich einfach gewonnen, weil wir haben eine Götterspeise rechts und links auf dem Auto drauf, ey. Wer kann da bitte noch mithalten? Genau. Vielleicht noch Batman. Der hat ein cooleres Auto als wir, aber wir haben einen Aufkleber hinten auf der Scheibe mit Driftpunk und eine Götterspeise. Das ist einfach Sahne, das Ding. So, das hatten wir geschafft das letzte Mal, ja? Oh. Der hat mich gerade aus der Bahn geworfen, dieser eine Typ, der mir da entgegenkam. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. So. Ja, jetzt kann ich es natürlich vergessen. Die erste Kurve komplett verdriftet. So, wie viel brauche ich? 45.000, oder nochmal mehr. Immer mehr, mehr. So ist die Welt aufgebaut, ne? Und auch Need for Speed. Da wird einem nichts mehr geschenkt. Ja, schaffe ich nicht, ne? Nee, das war nichts. So, wir sind angekommen. Einmal rum die Bude und dann Bridge Run. Das war nicht so einfach. Das war schon ordentlich heftig. Okay. 190. Was? Ist ja auch frech. Da hast du noch 3 Sekunden, aber kannst es in der Zeit gar nicht schaffen. Weil du ja mehr als 3 Sekunden X gedrückt halten musst. So, am Anfang schon ein bisschen driften. Ja, ich erinnere mich. Das war das Hauptproblem. Dieser scheiß Gegenverkehr. So. Geht schon gut los, Alter, wenn Horst und Harry direkt am Anfang kommen. Aber ich wollte ja sowieso hier das annehmen. Guck mal, unten ist der Timer, der läuft ab. Und ich brauche alleine schon so viel Zeit, einen Viertelkreis, damit ich das Ding überhaupt annehmen kann. Los geht's! So, jetzt geht's los, Leute. Auch schon scheiß Drift. Mann ey, wenn die aber auch im Scheitelpunkt genau hocken, der Gegenverkehr. Und mir damit schon meine optimale Bahn versimseln. Wie soll ich denn gut driften? Hä? Leute, wie soll ich es machen? Geht gar nicht. Ich kann gar nichts dabei. 194 Leute, die haben echt eine Macke. Die wollen dann aber auch immer gleich so viel, ne? Wir sind doch hier gerade mal Level 3. Da kann man doch auch mal sagen, nee, bisschen weniger, komm her. Wir wollen dich erstmal ins Driften anleiten und sowas. Nee, heutzutage gezeigt und dann wird automatisch davon ausgegangen, dass du der Driftkönig bist. Oh, da ist auf einmal alles wieder weg. So, noch 2, irgendwas Kilometer. Wir müssen hier echt Vollstoff geben, ne? Jetzt ist natürlich der Multiplikator für den Arsch.
Den müssen wir jetzt wieder hochkriegen. Da muss eine 3 stehen. Das ist klar. Aber auf jeden Fall ist der Noss schon mal wesentlich geiler als beim letzten Mal, weil er länger hält und ich schneller bin. Und das bedeutet natürlich, dass ich den Multiplikator, während ich den Noss-Balken runterbügel, nicht verliere. Ja, du hupst, Alter. Man hupt vor der Kurve, um sich anzukündigen. Ich wollte mal sagen, das ist stabil. Da hinten sehen wir auch schon das Ziel, aber da kommen ja noch ein paar Kurven. Yes! Ja, das war's, Alter. Das war's. Das ist doch einfach nur schon legendär, was wir hier abliefern. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, best of diesen Monat Need for Speed, da ist das hier schon drin. Ist schon drin. Wir sind schon im Best of. Eine würdige Vorstellung, Mac. Sind schon drin. Hammer. Wow. Ich wusste aber auch schon beim letzten Mal, wir gehen ins Tuning und ich trete da nicht nochmal an. Weil das war einfach vorbei. Da muss man dann nochmal frisch rangehen, frisch ans Werk und vor allem Nitro 9er reinhauen. Was mir irgendwie nicht so viel bringt, aber wir haben mehr PS. Bring ich nicht. Wüsste ich nicht warum. So, okay, Questreihe fortgeschritten. Wir haben damit Bridge Run Nummer 2 abgeschlossen und eine neue Mission freigeschaltet. Und die befindet sich... So, da können wir erstmal da drüben hinspringen, dann direkt den Berg hochdriften, uns schon mal so ein bisschen eindriften, schon mal so ein bisschen das Gefühl für den Berg zu kriegen. Ja, so macht man das ja auch, ne? Und was war mit diesem Ryan? Das ist Jahre her. Das war das letzte Mal. Das ist wieder das Ding hier, wo ich immer wieder dagegen fahre. Vorher wartet das Observatory. So, falls es hier gleich lang gehen sollte. Schon mal so das Gefühl für diese Kurve kriegen. Ja. Ne, der Gegenverkehr ist nicht ganz so heftig wie bei Need for Speed 2015. Ich finde das so albern, dass er da eine Zahl hingeschrieben hat. Oh, da kriegen wir ein Paket. Ach nee, das muss ich abliefern. Ne, kein Bock drauf. Nehmen wir lieber das Ding hier mit. Sondern das 2015, dass man das immer sagen muss, damit jeder weiß, was gemeint ist. Obwohl, es gibt ja eigentlich nur... Need for Speed. Der bloße Titel gibt es eigentlich nur den 2015er Teil. 600 Meter ohne Unterbrechung. Ja. Denn das erste heißt ja Road and Track. The Need for Speed. Ja. Hier wird noch ein bisschen Bildung ganz oben angebracht. So, erster Drift. 600 Meter. Das wird auf jeden Fall nicht 600 Meter. Aber immerhin. Wir hätten schon beinahe 300. Also die Hälfte hat man schon zusammen. Jetzt könnten wir es probieren. Einmal nach da. Nee, schaffen wir nicht. Okay. Auch nur 2,8 Kilometer. Ist jetzt nicht so viel. Ah, da hätte ich die Handbremse ziehen sollen. Wenn ich den Arsch am Scheitelpunkt wieder rumkriege. Nee, nicht am Scheitelpunkt. Quatsch, am Wendepunkt. So rum. Nee, ist irgendwie nicht so, dass ich sagen könnte, hier habe ich bis jetzt so die Chance gewittert, die 600 Meter am Stück zu driften. Hier, da wäre der Scheitelpunkt gewesen, aber dann bin ich schon wieder zu langsam. Oh Mann, was ist denn jetzt hier? Mann, ey, Handys. Wenn du gerade mal 20 Minuten aufnehmen willst, kannst du nicht, ne? Leuchtet wieder irgendwas und lenkt dich dann ab. Das könnte es sein. Das hätte es werden können. Mann! Karre! Volle Möhre rechts. Hat keinen Bock mehr gehabt, die Karre. Der Wackelpudding hat einfach gesagt, nö. So, jetzt komm hier, drifte. 80 ist hier keine Ausrede, dass man keinen Bock mehr zum Driften hat. Du hast die Leistung. Wir haben ganz, ganz viele Karten reingesteckt in dein Gehäuse. So. Von Punkten her reicht's eh. Aber leider haben wir die 600 Meter nicht geschafft. So, ich muss mal ganz kurz gucken hier.
So, ich muss eine ganz kurze Pause machen, aber ich bin in 2 Sekunden wieder da. So ist es halt. So, da sind wir wieder zurück, aber kein Problem. Wir sehen dadurch schon mal die Strecke. Es geht den ganzen Weg wieder zurück. Die Herausforderungen sollen wir jetzt auch noch stemmen. Also nicht nur ein Rennen. Okay, dann wollen wir mal. Let's go. 3,68 Kilometer. Wir kennen ja jetzt eigentlich den Weg, möge man denken, aber jeder weiß, der Weg rückwärts ist komplett anders. Ne? Das ist auch, wenn ich nach Hause fahre, manchmal erkenne ich mein Zuhause nicht mehr wieder. Am Abend. Komisch, die Arbeitsstelle sieht immer gleich aus. Ah. Oh, der Anfang ist hier am schwierigsten, aber ich glaube, gerade am Anfang kriegen wir die meisten Punkte. Ja, einen ganz kleinen Zipfelnoss noch rausgepustet. Ne? Das musste sein. Genau das war. Das war's. Das brauchten wir jetzt. Jetzt Vollspeed reinhauen und der Multiplikator, er geht leider wieder runter. Auf 2. Nee, eigentlich bist du jetzt ganz okay. Alter, das gibt richtig Punkte. Ne? 25.000 mal 3 kann ich nicht rechnen, aber ist viel. Ich würde sagen viel. Oh, das war schlecht. Da haben wir den Salat. Viel zu viel die Handbremse reingedrückt. Aber von Punkten her sollte das klappen. Ich glaube, der Multiplikator ist auch maximal bei 3, oder? Viel mehr geht gar nicht. Ja, das war ein guter Drift. Auf jeden Fall. Natürlich. Jetzt geht's erst los. Jetzt haben wir gerade mal die Zielpunktzahl, die Vorgabe erreicht. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt drehen wir nochmal richtig am Rad hier. Schaffen wir die 200.000? Nein. Doch, oder? Das schaffen wir doch. Auf jeden Fall. Letzte Kurve. Hier locker fluffig die 200.000. Zack, Alter, nehmen wir mit, direkt ins Ziel. Van Vierde Franz liefert hier ab. 223.917 Punkte. So, ihr Lappen, hinten anstellen. Der Wackelpudding holt euch. Alle anderen haben hier so coole Namen, ne? The Spirit, Speedfinder, Starblazer. Und wir sind einfach nur der Wackelpudding. Okay, Nitro wird weggenommen, aber dafür mehr. Nee, will ich nicht. Weg damit. Wozu brauche ich Sprung? Ergibt keinen Sinn, jetzt hier Sprung oder sowas zu benutzen, weil wir wollen driften. Ach, wen haben wir denn da? Schönen guten Tag. Ich muss sagen, du hast den Stargazers Run beherrscht. Das erregt Aufmerksamkeit, auch online. Wirklich? Cool. Die Leute wissen außerdem von deiner Performance bei Shiftlock. Wie es aussieht, wirst du zu einer örtlichen Drift-Legende. Ich war schon immer eine Legende. Fortune Valley hinkt einfach nur hinterher. Verstehe. Nun, jetzt wartet mein Rekord auf dich. Wir sehen uns beim Silver Canyon All-Star. Ist damit alles gesagt? Lass mich auf die Strecke! Genau so ist es. Stargazers Run Mission erfolgreich und damit schalten wir die finale Mission dieser Questreihe frei. Sehr geil, du hast eine Basislieferung erhalten. Hey Mac, wie läuft's mit Neubauen? Fantastisch, dank mir hat ihr Stream mehr Aufrufe als je zuvor. So, jetzt wollen wir hier das Ding aber noch abliefern, oder? Machen wir jetzt mal, zack, wohin? Also bleib konzentriert. Mann, Teil! Entkomme! Okay, Cops. Guten Tag. Okay. Let's go. Lass mich einfach genießen. So ist es. Lass mich doch einfach mal genießen. Hier, guck mal, den nehme ich mit. Tschüss, du Trottel. Hey, du musst schon ein bisschen driften, Junge. Mach ein bisschen mit hier. Wir sind hier heute bei einer Drift-Folge. Wir müssen auch die Cops ein bisschen mitmachen. War schon geil, wie ich den gerade hochgehopst habe, oder? Hab ich absolut hops genommen. Ah, schade. Ich dachte, der hat meinen leichten Antäuscher nicht richtig wahrgenommen. Und wäre an der Brücke dran vorbeigesammelt. Aber nein, leider hat er die Kurve gekriegt.
Und jetzt haben wir neue Kontrahenten. Ja. Oh, nee, oder? Nee, oder? Der einzige Baum. Oh, oh. So, 2,3 Kilometer. Ich glaube, ich sollte mich nicht so sehr aufs Crashen fokussieren. Das wird eh nichts. So, da oben müssen wir hin. Ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn man so 500 Meter vom Ziel ist, dass auf einmal die Cops dann aufhören, mich zu verfolgen. Aber irgendwie muss man ja begründen, dass man angekommen ist bei einem Rennspiel, ne? Bei Most Wanted oder so war es ja meistens so, dass man danach weiterhin verfolgt wurde. Und man musste sie danach noch abhängen. Aber hier sagen sie sich, ja komm, er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Lass ihn doch einfach. Wir kriegen das nächste Mal. Von wegen. So, schön durch den Dreck gedriftet und weiter. Die Karre ist geil, ne? Müssen wir sagen, die ist schon richtig geil auf Drift getuned. Das Einzige, was hier natürlich scheiße ist, die Felgen und die viel, viel zu dünnen Räder. Guckt euch das an. Direkt vom Smart geklaut, oder? So, 260. Ey, das gibt richtig viele Rap-Punkte. Da steigen wir bald im Level wieder auf. Mit einem neuen Level auf. Sprung. Das ist doch wieder das, was ich nicht brauche. Meh. Nö, weg damit. Ich will die Kohle haben. Ich will ein neues Auto. So, wo ist die Hauptmission? Wo müssen wir hin? Das ist die große Frage. Wo ist das hüpfende Ausrufezeichen? Wer sieht es? Ich sehe es nicht. Das ist wirklich nicht. Okay, bisschen mehr Übersicht. Das sind wir noch nicht. Aber das muss ja das hier sein, ne? Weil das ist ja Drift. Aki Kimura, der Drift King. Empfohlen 280, wir treten mit 230 an. Der Fanfare Franz, der macht's aber auch immer wieder. So, wir springen mal hier hin. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie wir uns hier schlagen werden. Ansonsten müsste man wahrscheinlich mal ein bisschen ins Tuning investieren. Und das können wir ja durchaus mal machen. Da kann man ja ruhig mal ein bisschen was investieren. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Das ist so. Okay. Dann wollen wir mal. Aki Kimura, willkommen. Hier ist ein Schild. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, hier ganz drüben im Osten waren wir. Ganz drüben im Osten, da waren wir noch gar nicht, oder? Hildegard, waren wir hier schon mal? Speedtrap. Zack. Jetzt geht's los. Ach nee, das ist direkt nur ein Blitzer gewesen. Ich dachte, jetzt kommen hier verschiedene Ziele, wo ich durchbrettern muss. Okay. Oh, ganz ehrlich, das Fahrverhalten von der Karre ist einfach geil. Das ist einfach geil. Das hat wirklich, das irgendwie ist der 180 SX fürs Driften einfach immer geeignet. Das ist mein Liebling fürs Driften. Der hat auch so einen geilen Look. Von wann ist der eigentlich, der 180? Ist der aus den 80ern? Also ich würde sagen, so eine 80er Karre. Hat leistungstechnisch jetzt nie so unmittelbar viel zu bieten, aber fürs Driften immer optimal, sieht geil aus, gefällt mir einfach. Schöne Karre. Ja, gekonnt zwischen den Pundöppeln durch. So muss das sein. Fanfare Franz wieder in Höchstform. Aber bergab mit der Karre ist natürlich böse, ne? Ist natürlich böse. Geh weg! Fahr zu, Junge! Geh weg und gib mir den Pundöppel, der da hinten ist. Junge, wenn sie mal vor den Dingern bremsen. Ey, was ist hier los? Ist hier irgendwie Feiertagsverkehr? So, Ende Drift Zone, ein Stern. Naja. Zack! Rein in die Bude. Das finale Driftrennen. Nebenwerte driftet 1000 Meter. Sprich, 1 Kilometer ohne Unterbrechung. Ich wollte es annehmen. Ich wollte es annehmen, aber es ging nicht mehr. Das wird sich zeigen. So, 338.000. Das ist ein Brett. Verabschiede dich von Platz 1, Drift King. Drift King. Wer nennt sich schon so? Heutzutage nennt man sich Drift Punk. Hallo, Karre.
Da gibt einen Kratzer, wenn die Karre nicht driftet. Ich kann gar nichts dafür. Oh, deswegen wahrscheinlich 280er Leistungsempfehlung. Hier berghoch kommt die Karre tatsächlich ans Limit, ne? Ja, komm. Die Drehzahl schön hochhalten. Weißt du, ich hab dich durchschaut, Max. Ach, sag bloß. Deine Großspurigkeit ist doch nichts als Show. Du bist ein Künstler, wie ich. Fun Gold, Baby! So, ich muss auf jeden Fall auf der Strecke bleiben. Denn jeglicher Kontakt mit zu viel Sand bremst mich zu sehr aus. So, mein Multiplikator, das ist der Multiplikator auf 3. So, Checkpoint. Ja, das stimmt. Wir haben echt noch Zeit. Oh, zu viel nach oben geglotzt. So, wir müssen die Kurve richtig weit nochmal mitnehmen, nicht geradeaus durchbrettern. Jeglichen kleinen Drifter noch versuchen rauszuholen. Ah, zu weit rüber. Da habe ich es gemerkt. Die Handbremse und dann nach links, das war der Fehler. Ja, aber so richtig geil ist es immer noch nicht, ne? Riechst du das, Aki? Was? Riecht nach einem neuen Rekord. Alter, das Gelaber nebenbei, das lenkt mich immer auch noch ab. Und was heißt hier wow? Heißt es geschafft oder? Oder so, naja. Jawohl, jetzt haben wir hier richtig viele Punkte. Verabschiede dich von deinem Rekord, Aki. Jawohl. Got it. Und ab ins Ziel, Junge. Aki, Haki oder wie du hießt, scheißegal, der neue Champ steht fest, der neue Speed Punk ist an der Königsspitze namens Van Firnefranz, zieht hier einfach mal eine fette Punktlandung ab. So, neue Rekorde aufgestellt. Wir kriegen Bremsen, gar nicht mal so verkehrt, würde ich mal sagen. Genau, weil die Bremsen sind ja dann doch relativ wichtig beim Speed, beim Drifter. Hau mal rein. Der Drift King. Mission erfolgreich. Neuer Wagen. Alter Latz. Chevrolet Grand Sports. So. Porsche. Jawohl. Der 911er Carrera. Da ist er. Den erkenne ich doch sofort. Jetzt haben wir doch das Auto, was wir als nächstes haben wollen, oder? Ich habe endlich meinen Porsche 911 in einer neuen Ausgabe. Üb einfach weiter, Aki. Vielleicht schlägst du mich ja dann eines Tages. Schließ dich Noisebomb an. Lass uns durchs Land touren und gemeinsam Kunst erschaffen. Das wäre fantastisch, Mann. Aber ich habe schon eine Crew. Natürlich. Ich habe von eurem Kampf gehört. Noisebomb wird da sein, wenn ihr uns braucht. Alter, warum sind die alle so freundlich und nett? Ich habe den gerade hier abserviert. Ich habe den gerade platt gemacht. Ich will nicht Noisebomb. Hash-Papi! Es heißt Hash-Tiger! Wieso hast du mehr Follower als ich? Hab ich? Ich werde Tag und Nacht trainieren, Max. Alter, und ich habe gerade mal 300 Follower. Und du, Lappen? Nicht mal so viel. Hash-Papi. Hash-Papi. Hash the Dash. Hast du Hash in der Dash? Hast du immer was zu Nasch? So, wartet mal. Ich will hier runter. Was wollen wir als nächstes eigentlich machen? Das ist natürlich die große Frage. Denn ich bin natürlich mit unserem Subaru nicht richtig zufrieden. Aber ich will mir jetzt nicht eine neue Karre kaufen, weil wir haben nicht so viel Geld. Ne? 700.000, da sagt man, das ist nicht schlecht. Da kann man ruhig mal investieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das ist geil. Das ist, ja, nee. Wir könnten unseren Subaru nochmal benutzen und den nochmal ein bisschen tunen. Ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich die beste Option. So, wenn ich jetzt hier hinspringe, kann ich denn, das ist wieder die große Frage, kann ich im Tuning-Shop mein Auto ändern? Oder muss ich immer erst in die Garage Auto ändern und dann wieder hin?
So. Objekt kaufen. Hilfe. Hilfe. Speedkarte. Ich brauche nicht Hilfe. Kaufen, ausrüsten. Ich kann es nicht wechseln, oder? Das ist schlecht. Das finde ich jetzt echt ziemlich blöd. Weil jetzt muss ich wieder in die Garage und dann wieder herkommen. Das ist doch albern. Das ist doch echt albern. So, wo sind die lila Teile? Hier. Wagen 6, Slots 25. Gut. Obwohl wir ja da auch letztens schon gesehen haben, dass wir unser Driftauto stand nicht in der Garage. Das finde ich ja sehr merkwürdig. So, geile Karre, einfach legendär. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir neue Felgen jetzt mal langsam haben. Motorhaube. Schließe drei Sprungaktivität. Das finde ich so scheiße, sowas. Scheinwerfer, baue ein Auto aus Wrackteilen. Och, nee. Hier, Vorderräder, Felgen, 5 Speedkarten eintauschen. Bremssättel, schließe 3 Driftzonen mit 2 Sternen ab. Reifen, erreiche in der freien Fahrt ein Multiplikator in einer freien Fahrt von 2. Das hört sich irgendwie relativ einfach an, oder? Habe ich das noch nicht geschafft? Okay. Nein, 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 nein. Und so, wo ist das Auto jetzt? Wo ist es jetzt? Hä? Wo finde ich das jetzt? Wo ist mein Subaru? Den will ich wegmachen hier. Wrack aufbauen. Wrack wählen. Ich will das nicht. Hier soll, hier an dieser Stelle soll kein Wrack stehen. Da soll mein Subaru stehen. Warum geht das nicht? Das verstehe ich einfach nicht. Das will in meinen Kopf nicht reingehen. Das heißt, wir müssen das nächste Mal einfach mal ein schönes Rennen starten, damit wir automatisch unseren Subaru wieder kriegen. Also gewisse Designentscheidungen verstehe ich nicht. Ich kann bestimmt irgendwie die Charaktere wechseln, oder? Das muss doch irgendwie gehen. Wie kann ich jetzt den Charakter wechseln? Wenn ich jetzt sagen will, nee, ey, komm, ich möchte jetzt doch den Subaru-Menschen fahren. Den Offroader. Das muss doch irgendwie gehen. Das ist doch, wahrscheinlich haben die sich das doch so ein bisschen von The Crew abgeguckt hier. Dieses Feature, bloß bei The Crew ist eben Auto, dies und das und jenes. Und hier wollten sie halt die einzelnen Charaktere haben. Wie kann ich das machen? Gar nicht. Oh. Fotomodus. Geil. So, Leute, Effekt. Jetzt passt auf. Ach du meine Güte, was man alles machen kann. Schnappschuss. So, geil. Okay, ich krieg's jetzt nicht hin, ich habe auch keine Lust zu suchen. Deswegen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, Schnappschuss, abgeloadet. Krass. Ich glaube, jetzt kriege ich noch viel mehr Follower, weil mit der Götterspeise auf der Seite, das Götterspeisemobil, das wird die Runde gehen, das wird jetzt richtig bekannt in der Welt. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal wieder zurück auf meinem Kanal. Abonnieren, Like nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten, denn wir zocken Need for Speed Payback durch. Ihr seid die Geilsten, ich bin Van Vörde Franz.